Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen, aber sehr, sehr feinen Ghost Recon Breakpoint Tutorial. Wie ihr unten rechts sehen könnt, es gibt endlich einen Kompass. Ja, ein Kompass in Ghost Recon Breakpoint anstelle der Minimap. Und wie ihr den einstellen könnt, zeige ich euch jetzt. Ihr geht in die Einstellungen, in die Interface-Einstellungen, scrollt runter bis zur Minikarte. Und dort gibt es einen neuen Punkt, Aussehen der Minikarte. Standard ist die normale Minikarte und Light ist nur der Kompass. Es gibt allerdings wieder mal eine kleine Inkonsistenz bei den Einstellungen. Und zwar ist die Größe der Minikarte, auch wenn sie hier ausgegraut ist, wenn ihr Light ausgewählt habt, trotzdem angewandt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Groß schalte, dann seht ihr, ist auch der Kompass groß. Dann gibt es leider noch ein paar kleine Nachteile, aber ja, ob das für euch schlimme Nachteile sind oder nicht, für mich eigentlich schon, das müsst ihr selbst entscheiden. Auf jeden Fall ist das für mich im Moment aktuell, wie ich aktuell spiele, der Grund, warum ich die Minikarte auf immer Anzeigen stehen habe. Und zwar agiert der Kompass genauso wie die Minimap. Ist ja halt quasi, ne? Aussehen der Minikarte ist halt wirklich nur die Minikarte, nur halt mit einem anderen Aussehen. Und das heißt, der Kompass wird immer automatisch angezeigt, wenn Gegner in der Nähe sind. Also wenn ihr das Anzeigen nicht auf immer stehen habt, sondern auf dynamisch, sodass ihr es mit Tab ein- und ausblenden könnt, dann wird der Kompass automatisch angezeigt, wenn Gegner in der Nähe sind. Ist dann quasi so eine Art Radar. Und sobald der Kompass dann angezeigt wird, wisst ihr, okay, da sind Gegner in der Nähe, ich muss jetzt aufpassen. Und das mag ich persönlich gar nicht. Deshalb habe ich das auf immer Anzeigen stehen. Zum anderen wird auch der Warnkreis um die Minikarte bzw. den Kompass angezeigt und auch das Label oben drüber. Also Leiche gefunden, entdeckt, Schuss gehört, verschwunden und sowas und entsprechend mit dem gelben, orangen oder roten Kreis um den Kompass. Und ja, das finde ich eigentlich echt blöd und deshalb habe ich den Entwicklern da auch schon einen Hinweis darauf hinterlassen. Allerdings, wenn nur einer einen Hinweis darauf hinterlässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Feedback umgesetzt wird, und zwar war das Feedback, dass ich gerne eine Einstellungsmöglichkeit hätte, dass man das selbst einstellen kann, ob man diesen Warnkreis und das Label sehen möchte. Dass das umgesetzt wird, ist relativ unwahrscheinlich, wenn das Feedback nur von einem einzelnen Spieler kommt. Deshalb möchte ich euch bitten, schreibt auch ihr in die Foren und so weiter, dass ihr gerne eine Einstellungsmöglichkeit dafür hättet, um einzustellen, ob ihr den Warnkreis sehen möchtet und auch das Label. Damit wäre nicht nur mir geholfen, sondern auch allen immersiven Spielern da draußen, für die der Kompass in der aktuellen Ausführung wenig Gutes tut. Ist zwar so echt sehr, sehr geil zur Navigation im Gelände, aber ja, hier seht ihr es, verdächtiges Geräusch. So, schieße mal im Rücken. So, Schuss gehört. Jetzt seht ihr uns, sehen sie uns gleich. Und hier, gesehen, zack. Das ist das, was ich meinte. Und das möchte ich gerne deaktivieren können. Und jetzt sterbe ich gleich. Okay, also warum ich jetzt so schnell gestorben bin und so schnell verletzt wurde, das könnt ihr in meinem Einstellungsvideo sehen zur Ghost Experience. Ist oben rechts unter dem i verlinkt und auch in der Videobeschreibung habe ich da extra ein Video dazu gemacht. Gut, dann hoffe ich, ich konnte euch jetzt hier etwas weiterhelfen mit diesem tollen kleinen Kompass-Tutorial. Und ja, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.